Yeah, eine neue Ausgabe von 20 und heute habe ich den Sven Koller hier. Ja. Und der Sven spielt den David Brandner. Richtig. Mein Bruder. Mhm. Verrückt, ne? Mhm. Wollen wir anfangen? Ja, gerne. Oder möchtest du noch was singen? Ich was singen? Nee, möchte ich nicht. Nein, möchte ich bestimmt nicht. Nee. Okay, geht's los. Okay, dann fangen wir an. Fahrer oder Beifahrer? Beifahrer. Warum? Ich kann es ja mal so sagen, ich habe nicht mal einen Führerschein und deswegen bin ich ja auch irgendwie, ich mag das einfach, mich ins Auto reinzusetzen und werde einfach irgendwo hingefahren, ne? Beifahrer. Ja. Erste FC Köln oder Bayern München? Boah, das ist gemein jetzt, das ist echt gemein. Ja, ich sag's einfach mal so, ich mag mehr Bayern München dann halt. Du bist ja auch in München. Ja, aber ich bin jetzt seit 2 Jahren hier in Köln und ich muss sagen, ja, Köln ist, ja, gefällt mir jetzt auch schon ein bisschen. Aber ich bin zum Beispiel seit 3 Jahren in Köln und bin trotzdem HSV-Fan. Ja, aber ich merke halt hier die Stimmung hier. Das ist schon fast Religion hier in Köln, ja? Der erste FC Köln, also deswegen. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Ja. Okay. Bist du ein Adrenalin-Junkie oder bist du ein Schisshase? Adrenalin-Junkie, würde ich mal sagen, ja. Geld oder Liebe? Das ist so eine Frage, ja. Gute Frage. Ich entscheide mich mal für... Ich hoffe mal. Dann sage ich mal Liebe. Ja. Mhm. Bist du ein Romantiker? Ist eine Zwischenfrage. Romantiker? Ja, doch. Doch, doch. Könnte ich sein, ja. Mhm. Glaubst du an Astrologie oder ist das alles Quatsch? Daran glaube ich auf jeden Fall doch. Ja, also ich bin ja auch Stier vom Sternzeichen, genauso wie du. Und wenn ich mir mein Horoskop ab und zu mal durchlese, irgendwie in einer Zeitung oder so, muss ich echt sagen, da ist was Wahres dran. Ja. Darf ich kurz die kleine Anekdote erzählen von unserem ersten gemeinsamen Drehtag? Ja, gern. Erster gemeinsame Drehtag, Sven und ich. Mhm. Und das Erste, was Sven mich gefragt hat, sag mal, Resi, wann hast du deinen Geburtstag? Ja. Und meinte ich, ja, im Mai. Bist du auch Stier? Und meinte ich, ja. Ja, dann klappt das ja. So ist es, ja. Ne? Fernsehen oder Lesen? Fernsehen. Zuverlässig oder nachlässig? Zuverlässig. Shirt oder Smoking? Shirt. Süß oder salzig? Salzig. Kaffee oder Tee? Kaffee. Tag- oder Nachtmensch? Nachtmensch. Duschen oder baden? Duschen. Quantität oder Qualität? Qualität. Teamplayer oder Einzelkämpfer? Teamplay. Was hat sich am meisten geprägt? Was hat mich am meisten geprägt? Ich überleg mal. Ja, hat schon Familie, also meine Mutter, würde ich mal sagen, ja, auf jeden Fall, doch, ja. Weil es ist einfach so, egal was meine Mutter immer mir beigebracht hat oder zu mir immer gesagt hat, wenn es um irgendwas ging, sie hatte immer recht. Jetzt bin ich auch alt genug und so weiter und ich muss sagen, jetzt höre ich auch sehr drauf. Deswegen würde ich schon sagen, ja, meine Mutter. Was bereust du? Was bereue ich? Nee. Bereue ich irgendwas? Wenn ich ehrlich bin, nichts. Nee, es gibt nichts. Cool. Es gibt nichts. Ne? Ich kann eigentlich mit dem zufrieden sein. Ne? Mhm, doch, schön. Welches ist dein Lieblingskörperteil? Ich würde sagen, meine Augen. Das fällt mir sofort ein. Also ich muss sagen, ich sehe es auch immer so, die Augen sind sehr so der Spiegel deiner Seele. Ja, finde ich schon. Und das hat auch was. Ja. Ach, du bist echt so ein bisschen esoterisch. Ja. Ja, mei. Worauf kannst du nicht verzichten? Auf Musik. Ja, also ohne Musik geht gar nichts. Der Sven singt auch gerne mal einfach so alleine. Ja, finde ich auch schön, also ja. Wenn er den Flur entlang geht von der Garderobe. Zum Beispiel, oder ich gehe auch gerne tanzen. Musik gibt mir einfach Energie. Ja, ohne Musik wird nichts gehen, ja, Musik. Was ist denn deine Lieblingsmusik? Ja, ich mag gerne R&B, Hip-Hop, auch House. Aber ich bin eigentlich für alles offen. Ja, wenn irgendwas, wo die Melodie stimmt, wo das, was... wo ich merke, ich kriege Gänsehaut oder so, dann gefällt das mir auch. Das höre ich mir auch stundenlang an. Und wie sieht dein perfekter Tag aus? Mein perfekter Tag, okay. Also ich stehe erstmal so nachmittags auf, also ich schlafe aus. Ja. Dann frühstücke ich was, ganz gemütlich, in aller Ruhe, schaue nebenbei irgendwas im Fernsehen oder so. Ja. So, weiter geht's. Ja, weiter geht's, ja. Ja. Dann, rufe ich einen Kollegen an und so weiter und dann, ja, dann gehe ich den Tag so an, dass ich als Beifahrer auch wieder im Auto sitze. Dann fahren wir in die Stadt oder so, gehen shoppen,
das würde ich mal sagen, ja genau, gehen shoppen, dann gehen wir wieder gut was essen, dann wird geredet über Gott und die Welt, das mag ich immer sehr gerne, einfach so labern, labern, labern. Über die Sternkonstellation des heutigen Tages. Richtig, dann, ne? Richtig, richtig, ja, und ja, dann hoffe ich, dass der Tag dann, wie soll man sagen, dass er so weitergeht eigentlich bis zum Abend und dann würde ich sagen, wir machen einen drauf, gehen tanzen, einfach Spaß haben. Ja? Und das ist für mich ein, ja, der perfekte Tag eigentlich. Und alles muss halt klappen. Also irgendwie kein Streit, alles muss cool sein. Ja, ja. Okay. Ja, in diesem Sinne war's das. Ja, schön. Schön. Ja, schön, ja, schön, ja, schön, 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 schön. Peace. Tschüss. Peace. Ja, das taugt mir. Das taugt mir.